Erstmal gucken auf der Karte. Ach. Jetzt uns mal. Nee, am besten da, beim Schatzschmalz-Gebäude. Hier, Romulus Versteck wurde freigeschaltet. Gut, dann war da tatsächlich noch ein Romulus Versteck, dann lag ich falsch. Ach nee, wisst ihr was wir zuerst machen? Wir gehen jetzt erstmal hier in unser Hauptquartier. Will die Assassinen rekruten, das benutzen und einfach die Schnellreisestation, die dort ist. Stellt unseren Stahl auf die Probe. So, erstmal reparieren. Geschäftsaufträge konnte ich ihn beenden. Nein, ich habe den Stromkopf tatsächlich noch nicht erhalten. Gut, das heißt, trotzdem ein neues Rüstungsset wollen wir uns trotzdem. Kleine Waffen, gekerbte Ochsenzunge. Ja, holen wir uns und wechseln gleich wieder zum Fleischermesser. Erstmal Munition, damit ich in der nächsten Aufnahme nicht gleich alt aussehe. Ja, Wohner. Joko, schwere Waffe. Ja, Führerstreitkolben. Nee, na gut, auch. Obwohl es halt weniger Tempo hat, da ich ja dann eh beim Wetten die Fleischmesser kämpfe, nehmen wir mal das. Bis nächstes Mal. Was habe ich denn jetzt schon gesehen? Dann hole ich mal noch die neuen Lefani-Kunstwerke. Und rüst mal schon für die nächste Aufnahme halt einen neuen freshen Skin aus. Jetzt echt, die Rüstung sieht doch geil aus. Also das ist nicht zu pompös, aber auch nicht zu sanft. Da merkt man wirklich da. Die macht einen, die lässt einen wirklich groß vorkommen. Hallo? Ravenne, ich verstehe. In es ist falsch. Weiter liegen Wassergürtel-Erweiterung. Yep, die holen wir uns. Und auch hier fehlt einmal eine Seile. Dann adio. Obwohl, ich wette, die Kunst, die sie gerade gemeint haben, die wird irgendwo bei irgendeinem anderen Kunsthändler. Nicht in dem Bezug, sondern irgendwelchen anderen Bezirken zur Verfügung stellen. Und dann hole ich mir erstmal die Kunstwerke und gehe dann zum Schluss zurück, weil, so gesehen, zu Isola Tiberina kehre ich ja, zum Assassinen-Hauptquartier kehre ich ja dann so oder so zurück. Nicht nur für die Rekrutierung, sondern auch für das Porträt von der Valois, dass ich das halt auch mal zeige. Das ist aber wirklich. Und dann wäre es ja Quatsch, wenn ich halt nur für das Porträt zurückkehre und dann später, einige Parts später, eh wieder im Unterschlupf wäre für die anderen Porträts. Dann nehme ich die Porträts gleich mit. Erstmal auf zum Kunsthändler, wenn der sie nicht verkauft, dann muss sie halt der andere bei den Wäldern verkaufen, wo ich ja so oder so hin muss. Vergesst nicht mein Melde? Nein, dann muss es der bei den Söldnern sein. Dann muss es der bei den Söldnern sein. Hier. Ich werde mir auch die Augen offen halten nach Leonardo-Dialog, aber ist jetzt gerade kein L. Ach, wohl, den Leonardo-Dialog können wir später immer noch machen. Rennt ja nicht weg, das alles. Ich nutze nur feinste Waffen. Ein andermal, Messere. Nee, ich meine, selbst wenn ich jetzt die Uniform nicht wechsle, ich hab ja noch einen hier, den Metal Gear Solid Reigns Genossen von der letzten Aufnahme, die kann ich ja hier mal noch zeigen. Den kann ich ja für die nächste Aufnahme immer noch aussparen. Nee. Ganz ehrlich, das Ding ist so weit oben und hier erst nur da hinten ist der Heuwein. Nein, was muss ich ganz ehrlich sagen, von diesen Skin-Kombis, die wir bislang im Let's Play hatten, ist das hier, ehrlich gesagt, mein Favorit. Kann ich meinen Augen trauen? Also wie gesagt, allein. Die Farbe, die ich gerade habe, das ist das helle Blau in Kombi mit dem dunkelblauen Umhang in Kombi mit der Rüstung, die ich gerade habe, dieser Plattenrüstung. Ja, das ist geil. Das sieht wirklich Hammer aus. Sehr beeindruckend.
Aber haltet euch besser fern. So, ich könnte mir natürlich einfach ein Horse nehmen, aber jetzt bin ich eh schon wieder so weit gelaufen, dann macht das hier auch kein Unterschied mehr. Ach, nur noch 100 Meter und dann sind wir schon da. Dann holen wir uns einmal die Kunstwerke und dann kommt das Weg 16 Rätsel. Oh Gott. Wie gesagt, das zehnte war ja gar nicht so schlimm, weil da könnte man, glaube ich, fast alles anwählen, was man wollte. Hier, und es wäre eh egal gewesen, weil nichts ist wahr, alles ist erlaubt, aber war, glaube ich, das neunte hatte ich noch irgendwie assig in Erinnerung. Ich weiß nicht mal genau, was ich da machen musste, aber ich hatte es halt assig in Erinnerung. Kommt her, Leute! Gemälde, ja. Wie, hier sind keine neuen Gemälde. Ich bin jetzt extra für eine Schatzkarte, oder? Danke für eure Patronage. Für eine Schatzkarte bin ich jetzt so weit gelaufen? Das wusste was, Leute. Mach ich die jetzt noch, die Schätze, oder? Wisst ihr was, alle Schätze kann ich ja auch noch gar nicht sammeln, fällt mir gerade ein, weil ich habe noch nicht alle Aquädukte drin. Die Schätze ich wie für später auf. Ja, und raten, was noch düster ist. Dein Nachleben. Da, nee, dann. Okay, darauf habe ich jetzt echt keine Lust mehr. Horst, auf zum Weg 16 Rätsel. Wie gesagt, dadurch, dass ich ja die Aquädukte später eh noch renovieren musste. Boah, Alter, ey, von einer kleinen Wache wird ein Horst gefällt. Das hatte ich auch noch nie. Horst, bleib hier. Horst, bleib. Horst. Ach, Horst, du bist ein Arschloch. So, dieser Horst ist wenigstens loyal und zuverlässig. Wie gesagt, die Schätze laufen nicht weg und ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keine Lust für ein eventuell und ein vielleicht Schatz, den ich eventuell vielleicht noch nicht erreichen könnte, jetzt nochmal das komplette Gebiet abzulaufen. Ich meine, ich habe jetzt auch erstmal wieder genug aufgenommen und bevor dann halt der Sprit, der Saft für die Aufnahme komplett raus ist, mache ich jetzt lieber gleich Feierabend, aber wie gesagt, sind weg 16 Rätsel, hier die paar E-Mails und halt die Zeremonie plus Gemälde zeige ich noch. Ich glaube, ich hätte den Schatz auch gerade eben schon mitnehmen können. Aber ich wollte es mal nicht riskieren, nur für den Schatz jetzt synchronisiert zu werden. Okay, Karte. Da oben den Schatz noch, aber... Hatte ich den nicht gerade eingesammelt? Oder als ich das Attentat auf dem Wall auf hier vollzogen habe? Oder... Oder wurde jetzt einfach nicht gespeichert? Oder ist das wieder ein komplett anderer Schatz? Wer weiß, aber auch hier. Hier ist es genauso wie beim Gebiet von Il Carnefice. Es ist so das perfekte. Nichts. Nee, es ist tatsächlich ein anderer Schatz. Na, wenn ich den gerade gesehen hätte, dann hätte ich bestimmt noch eingesammelt gekriegt. Das Liegegebiet von Incarnifice, man weiß, hier hat gerade ein großes Attentat stattgefunden, der riesige Schlacht und jetzt die Stille danach, wenn man das Gebiet nochmal betritt und merkt, hier ist keine Menschenseele, der Ort ist wie ausgestorben. Das ist fast nochmal geiler als die Schlacht selber. Ist dann wirklich so merkt Ezio ist der Einzige hier, der noch wirklich am Leben ist. Und ob... Warum bin ich wieder in der Wache? Warum bin ich wieder ein Gardist? Okay, das Spiel scheint dieses Outfit wirklich zu lieben. Das Spiel scheint es zu lieben, Ezio in Wachenuniform zu stecken. Laden. Die hören uns zu mit diesen Fahrzeugen, die schneller sind als Rennwagen. Ach gut,
Und das wusste ich noch, das war überall, wo da diese überall, wo Telemasten zu sehen sind. Nein. Was steht da? An Entry to the Traitor's Gate. Sieht britisch aus. Ja? Nein, das Weiße Haus ist es nicht. Ja. Und hier. Yep, habe ich mich sogar noch richtig erinnert. Laden. Ich weiß, dass du da bist. Ich Hause. Nach Hause. Bitte. Ich brauche dich. Lass mich nicht im Dunkeln zurück. Laden. Vom November 2004, also sprich knappe 2 Jahre nach Desmonds knappe 3 Jahre vor Desmonds Entführung. Ist irgendetwas, was den hinteren Teil neutral lässt, aber sieht nicht so aus, als wenn die vorderen 2 neutral. Nein. Auch nicht. Eine kleine Erhebung hinten, aber nur eine leichte. Okay, hinten bin ich schon mal in Sync. Und jetzt hier. Nein, leider nicht. Okay, vorne und hinten dürfte ich nicht so großartig verstellen, aber ich sehe schon, so eine Option habe ich hier gerade gar nicht. Okay, mal wieder konzentrieren. Nein. Nein. Das ist gar nicht so einfach, wenn man da mal ganz genau gucken muss, was man jetzt anwählt. Okay, jetzt haben wir hinten alles richtig, jetzt brauche ich vorne was, aber ich sehe schon, das wird so nichts, wie ich es mir denke. Jetzt haben wir schon ungefähr die gleiche Pose, wie es halt gerade eben schon wieder hatte. Ja. Nee, doch nicht. Schade. Oh, komm, jetzt muss ich. Es ist nur das eine. Es ist nur das eine vorne. Das eine. Eine leichte Erhebung nach unten und die habe ich hier leider nicht. Jetzt habe ich schon wieder alles so wie ich es haben will, außer das, was ich gerade gesucht habe. Nein, ach Gott, ich hasse es. Das ist, glaube ich, der Teil, den ich mich so. An den ich mich so unterbewusst noch erinnern konnte. Okay, die ersten 2 sind richtig, aber. Es ist immer so, man sieht halt so ganz genau, was man halt bewegen muss, aber das ist immer so dieses 1 oder 2 kleine Komponenten, die einfach nicht wollen. Ich nenne sie von nun an einfach die No-Brick-Komponenten.
So, vorne sind wir in Sync. Hinten könnte ich nicht mehr außerhalb der Sync sein, abgesehen von jetzt. So, und schon wieder, genau das gleiche gibt es wie gerade, nur noch der Mittelteil. Nein. Nein. Doppelnein. Immer so bei jeder Kombi immer so die Hoffnung, komm, gleich gibt's das triumphale Kling und dann können wir alle mit unserem Leben weitermachen, aber nein, dieses Spiel hat damit leider Gottes ein kleines persönliches Problem. Ach, verdammt. Bevor ich mich da jetzt noch ewig drauf halte, mache ich endlich schon mal einen kleinen Cut und dann sehe ich mir die Lösung gleich nochmal an. So. Und wildes Button Smashing hat's gelöst. Ich musste nicht nachgucken, ich habe einfach wild drauf gedrückt und da war's. Was ist los, Gary? Ich will allein mit dir reden. Du weißt doch, dieses CIA-Zeug für mein neues Buch. Über diese Firmen? Es ist viel größer, als ich dachte. Bilderberg ist nur eine Ablenkung. Ich werde dir einen Namen nennen. Abstergo. Keine Ahnung, was das ist. Eine Schattenfirma. Sie tauchen nirgendwo auf, keine Aktien, nichts über den Vorstand. Aber ihre Mitglieder haben Holdings in anderen Firmen. Coke, Kraft, die Pharmaindustrie, Detroit, Wall Street. Quasi jede Firma ab einer gewissen Größe hat Verbindungen zu Abstergo. Und? Sie sind dabei, die ganze Welt zu übernehmen. Sie haben auch Leute in der Regierung. Hör zu, ich muss das einfach irgendjemandem erzählen. Ich habe meine Nachforschungen geheim gehalten, aber ich halte es nicht mehr aus. Was wirst du jetzt tun? Das Buch. Es wird davon handeln. Glaub mir, wenn es im Handel ist, wird jeder davon erfahren. Fahrzeugmonitoring-System beendet. Hallo Dem. Sag dem Hauptquartier, dass ich eine Situation abgehört habe. Nichts Ernstes, aber jemand muss sich um ein Sicherheitsrisiko kümmern. Perfekt. Und Glückwunsch zur Beförderung. Mach weiter so. Laden. Ja, und das ist halt die moderne Variante eines Templar-Attentats. Der dunkle Reiter nähert sich. Bischof und Narr, sie kann ich auf dem Pfad der Tugend hören. Aber auf dem benachbarten Flanke siehst du das Weiß in ihren Augen. Sie ist die Königin. Ja. Sie kann ich auf dem Pfad der Tugend hören. Der dunkle Reiter nähert sich. Bischof und Narr. Wie kann ich auf den Pfad der Tugend... Okay, das war jetzt blind geraten, aber funktioniert hat funktioniert. Quarantänezone. Das Volk ist wie die See, rasend und unvorhersehbar. Deshalb haben wir Mauern errichtet. Ich sehe keine Mauern. Nicht? Sehen Sie sich um. Da ein Regal mit Soda, eine Schachtel Süßes, Magazine, Talkshows, Pillen. Die Mauern des 21. Jahrhunderts umgeben uns. Tja, und all das halt schön von Abstergo hingestellt. Ich hab's ja gerade gemerkt, haben alles auf einer bestimmten Größe hat Verbindung zu Abstergo. Das steht halt indirekt mit Abstergo in Kontakt. Na, verdammt, da war ich, wäre das letzte Cluster gewesen. Quarantäne aufgehoben. Muss ich gerade vorstellen, wie wir so der Arbeitsalltag eines Templers wäre, wenn der wirklich hier irgendwie bei Meckes arbeiten würde. So, und da war's. Die war hier das vorletzte Gesichtsrätsel. Dann nehme ich jetzt einmal da. Den Tunneleingang und gehen auch mal zurück zur Basis. Und ich muss mir gerade vorstellen, wie das ausgesehen hätte, wenn Ezio jetzt immer noch hier seine Gardistenuniform hätte und für den Rest des Spiels behalten würde.
Ich bin sicher, schön, dass man den Skin wechseln würde, also schön, dass ein von Lieblingsskins ausrüsten würde, wäre das so oder so weggegangen, aber man muss es nicht unnötig provozieren. So. Und dann könnt ihr jetzt die erste Assassinenzeremonie im ganzen Spiel sehen. Diese drei Assassinen, die jetzt halt zum Meisterassassinen befördert werden, die werde ich auch von nun auf keine Mission mehr schicken, auch nicht für. Ja, auch nicht für Sammelgegenstände für die Dinge zu Hause, sondern die will ich jetzt immer schön bei mir behalten. Und und halt jetzt meine persönliche Lifeguard behalten, jetzt endlich, falls noch auf zwei Missionsziele kommen, die halt wirklich die Assassinen-Rekruten erfordern. Ja, warum wird die Beförderung nicht getriggert? Moment, jetzt vielleicht? Leia Shea Walkan Motlak per Kulun Mumkin. Die Weisheit unseres Credos steckt in diesen Worten. Wir arbeiten im Dunkeln, um dem Licht zu dienen. Wir sind Assassinen. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. So, und nun hat er sich unten den Kopf aufgeschlagen und das war's. Und nun sieht ihr halt alle hier im passenden Rang gleich mal dem Meisterassassine beitreten. Vier auf einen Streich. Fünf auf einen Streich. So, und nun steht 1, 2, 3, 4, 5. Einer steht kurz davor. Ihn rüsten wir noch aus. So, ist auch zweimal aufgestiegen. Alter, weil da haben wir jetzt ursprünglich. Das heißt, wenn wir jetzt ihn noch auf die Meisterassassinen-Rang kriegen, haben wir halt eine dauerhafte hier Pfeil-Company. Das heißt, wir sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 für den Pfeilhagel bleiben bei ihm und die anderen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die anderen 6 kann ich immer wieder losschicken auf Mission. Da hat man so diese perfekte Balance dazwischen. Und nun kann ich halt auch quasi. 2. So, und diese 4000 Spitz kriegt ihr die 840 EP und das wird. Oh, das wird geil. Das wird geil. Nur noch den Level 8er, damit die auch ausgewählt wird. Und wenn das ist, den schicke ich hier hin und dann sind sie auch wieder alle eine Weile beschäftigt. Denn, wo haben wir ihn? Packen wir erstmal die restlichen Federn hier rein. Für die Federn gibt es jetzt halt auch nichts Besonderes. Weil die so besondere Waffen, wie besondere Schwerter oder sonst was, die kriegt man halt nur, wenn man jetzt halt wirklich die Gilden-Herausforderung aktiv macht. Ich gucke halt trotzdem vorsichtshalber noch mal rein, nicht, dass ich hier auch noch irgendwas Besonderes übersehe. Ihr kennt mich ja, aber ich glaube nicht. Ich glaube jetzt wirklich nicht. Nein. So, die letzte Folge gucken wir erstmal. Wir gucken mal kurz mit den Assassinen-Gilden ran. So, ihr seht, ohne es zu wollen, haben wir jetzt so von den fünf Gilden-Herausforderungen schon zwei Herausforderungen abgeschlossen. Ich glaube, den Pfeilhagel dürfte ich auch noch beendet kriegen. Da, hier ist er, der Galerieraum, wo haben wir den Baron? Da.
Porträt des Baron von Valois, Todesjahr 1503. Der Baron de Valois wurde innerhalb seines italienischen Lagers getötet. Nach seinem Tod sind seine Truppen ungeordnet geflohen, was Cesare seine französische Armee gekostet hat. Ach, die war wahrscheinlich auch glücklich darüber, dass sie ihn nicht mehr sehen mussten, nicht mehr unter ihm dienen mussten. Muss ich ganz ehrlich, wenn es dieses Gemälde in ein wenig kleiner für die eigene Wohnung gehen würde, das würde ich mir kaufen. Dann würde ich mir Lucrezia gleich neben Levi hängen. Überlegen, gab es noch was ich hier drin zeigen wollte? Glaube nicht. Okay, dann verlassen wir jetzt noch einmal den Animus. Und gucken nochmal die E-Mails an zum Abschluss der Aufnahme. Desmond ist zurück. Ja, und ihr seht, Lucy ist immer noch nicht da. Du weißt, wie gerne ich über sowas rede, Desmond, aber ich hab zu tun. Wir reden später. So, keiner hat mehr Bock, mit mir zu quatschen. Also gehen wir mal kurz ran an den Rechner. Ich hoffe mal, dass diesmal wenigstens bessere Nachrichten dabei sind als dieser Schamanack vom letzten Mal. Da, Wochenplan. Montag, Animus-Sitzung alle. Nachschub Sean, Aufräumen Rebecca, Tagwache Sean ist Lucy 15 Uhr ab. Dienstag genau das gleiche, nur dass halt Sean, Rebecca durch Sean ersetzt wurde. Animus-Sitzung Mittwoch, alle. Aufräumen Lucy, Tagwache Rebecca durch Sean 15 Uhr ab, blablabla. Teamabendessen, Desmond macht das diesmal. Sean muss zum Ort bleiben, ich find's auch witzig hier. Desmond wurde in Teil 1 wurde schon gesagt, das ist halt ein Barkeeper, das wird ja sogar noch mal in Valhalla erwähnt. Dass die aber da so in Modern Day die darauf so wirklich drauf eingegangen sind, dass Desmond den halt so gesehen Getränke mixen kann. Wenn sie doch schon sowas wie diese. Sie können so diesen widerlichen Essen mit diesem Salat, der wie Dünnschiss aussieht, hier reinpacken. Das wäre doch mal eine perfekte Idee, so eine Zeit gewesen, dass Desmond so mal so seine Barkeeper- und Cocktailmixer-Fähigkeiten unter Beweis stellt, aber leider nicht. Leider nicht Sonntag, Animus-Sitzung, wenn Desmond danach ist. Ich muss mir gerade vorstellen, die stehen vorm Ende der Welt und Desmond so, ja, nee, so, ja, am siebten Tag hat Gott geruht, also machen wir jetzt auch mal Feierabend. Ja, Feierabend, ja. Und genau wegen dieser ständigen Sonntag ist Desmond frei und geht dann die Welt unter. Und dann mal zu Rebecca, ich hoffe mal, dass es mehr dabei ist als nur der Wochenplan. Sean. Hey, noch heute Nacht. Ich habe gestern echt gute Musik gefunden. Kommst du möchtest du zu mir kommen und sie anhören, wenn deine Schicht vorbei ist? Sean. Also, genau, das ist bestimmt nicht für Sean, sondern einfach für Sims. Und Daniel hat einfach Rebecca angeschrieben und betreibt gerade Schleichwerbung. Grinsmiley. Sean noch was geschrieben. Nee, sieht nicht so aus. Schade, dass man hier. Oh doch, hier, Animus. Lucy, ich komme gleich zum Punkt. Ich habe gesehen, dass wir Samstag frei haben. Gestattest du mir dann eine kleine Sitzung um Animus? Rebecca sagte, sie hilft mir, das wäre auch nur ganz kurz. Ich bin richtig, ob die Geschichte mit meiner nordischen Abstammung stimmt. Ist hier nur einmal und wirklich nur ganz kurz, deshalb sehe ich da kein Problem. Da, das schon wie nordische Abstammung. Das ist doch schade, dass halt hier. Wenn Sean und Rebecca doch schon in Assassin's Creed Valhalla noch dabei sind, warum haben sie da nicht die Zeit genommen, wie so klein irgendwie wieder aufgegriffen ist, so einfach mal wenigstens als kleines Easter Egg halt mal so kurz probiert, wie Sean halt versucht, auf den Animus zu greifen, um ihn genau das zu finden. Oder noch besser, warum hat man in Valhalla nicht einen NPC, der so ganz offensichtlich ein Vorfahre von Sean wäre? Das wär doch mal geil. Aber ja, leider nicht. Leider nicht, dass meine Hassliebe zu Valhalla wieder intensiviert. William Miles, Lucy. Hallo Lucy, entschuldige, dass es so lange gedauert hat. Ich war gerade Mittagessen. Gute Frage, ich bin nicht sicher, ob wir das. Ah ne, vielleicht sollte ich auch erstmal den Ausgang lesen, bevor ich da gucke. Nein, okay, anscheinend kommt. Ne, anscheinend hat sie da gern. William hat. Oder wenn sie die schon gelöscht hat, müsste doch hier drin sein, wenn die E-Mail existiert. Nein, leider nicht. Entschuldige, dass es so lange gedauert hat. Ich war gerade Mittagessen. Gute Frage. Ich bin nicht sicher, ob wir das tun können, aber frage nochmal, wenn du wieder hier bist. Ich habe die Wände analysiert, die du uns überlassen hast, und deswegen scheint perfekte Fortschritte zu machen.
Ich habe bemerkt, dass ihr ein gutes Verhältnis habt. Passt nur auf, dass eure Freundschaft unsere Ziele nicht gefährdet. Die Tempel, die Minerva am letzten Wand erwähnte, könnten das einzige sein, was das Ende noch aufhalten kann. Gute Arbeit, wie immer, weiter so. So, das war's. Es ist echt immer noch so surreal, wenn man jetzt hier so die Statue von Amunet sieht und genau weiß, das ist Aya aus Origins. Ist das wirklich diese ganzen Statuen, dass du da schon diese größere Assassin's Creed-Welt halt vorbestimmt haben? Oder auch hier, Darius, wenn man jetzt hier Darius, auch wenn er komplett anders aussieht, hier sieht und gleich weiß, der kämpft in Odyssey an der Seite von Cassandra und eigentlich hätte Odyssey sein Titel sein sollen. Als Erfinder der versteckten Klinge, aber naja. So, ansonsten dagegen kann man hier mit nichts mehr. So, dann würde ich sagen, wir haben auch meine Lieblingssequenzen in dem Spiel fertig gebracht. Gerade, dass man hier nicht auch noch auf Lucys Rechner zugreifen kann. Okay, damit haben wir auch meine Lieblingssequenzen Marone Valois hinter uns. Und in der nächsten dürfen dann endlich die Synchronisierung zu uns auf Doom beseitigt sein. Dann könnten wir den mit allen optionalen Sachen den Sack zumachen, dass die schwierigen Aufnahmen wirklich nur noch reine Hauptstory sind. Ja, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns nächste Woche in der nächsten Aufnahme wieder. Und immer daran denken, Cleopatra ist ein Pornostar. Alles bereit.